Hallo und herzlich willkommen hier. Zweite Folge hier, hier. Thüringen, ja. Kontrolle, ob hier was, ja, da schon mal ein, zwei Stellen nacharbeiten. Damit überall Gras wächst. Wäre ja blöd, wenn wir das jetzt nicht machen würden. Und nachher ist es ungünstig, ne? Hier ausschalten, nicht anschalten, ne? Ich wollte die Saatmaschine anschalten. Absenken, ne? Und anschalten. Jetzt wird ja praktisch mit Luft das Saatgut in die, ja, reingepresst, ne? Reingedrückt. Wie da haben wir auch keine Stangen gesammelt, ne? In Ecken. Muss ich vielleicht ein bisschen stärker drauf achten nächstes Mal. Aber die Fläche ist ja fertig. Und da sind wir in der Ecke, wo nicht gepuppert wurde. Ja, war nicht so schlimm. In der Ecke ist eh nicht tragisch, da wollen wir gar nicht hin. An der Stelle, wo Stoppeln sind, da ist nicht gepuppert worden. Ändert sich auch nichts, ne, wenn er überfährt. Das ist ein bisschen eigentlich, ja, ein bisschen Prozentsatz muss trotzdem gehen, ne? Wenn der Boden weich ist, ne? Klar, wenn er hart trocken ist, dann kommt er natürlich nicht in die Erde rein. Aber wenn das weicher Boden ist, ja, warum nicht, ne? Trotzdem gehen. Was ich dann machen werde, ist nachher Nachschub holen, also nach Grassamen. Wird nicht reichen, 3 ist ein bisschen größer. Ja, morgen ist Freitag. Gott sei Dank auch. Ist immer wieder schön, wenn Wochenende kommt. Na, achso, da fährt der eine weg. Oder hierher. Das ist ja hier leider. Weil es ja eine Originalkarte ist, technisch gesehen, naja, fertig. So, dass praktisch die Straße kein Ende hat und kein Anfang, dann muss, da habe ich aber selber eingefahren, dass man da Kompromiss nimmt über das Feld, ne? Oder man hätte hier übers Weg nehmen müssen und dann da hinten irgendwo wenden. Da war ja auch kein Platz zum Wenden, dann müsste auch übers Feld fahren. Das ist dann halt so. Ja, wir holen mal einen Saatgut nach. Wir haben es nämlich voll aus der Bursche. Ja, einen Nachschub holen. Dann kann er hier auch näher. Ja, das Lager, das geht dafür, ne? Was ich da gesetzt habe. Das sind die blauen Ballen. Wenn der Mais später kommt, wir haben genügend. Ja, zwei Felder will ich hier noch machen. Ja, Felder. Wohl eigentlich bei Gerste. Habe jetzt keine Zahl gemerkt, aber normalerweise denkt man, Gerste sieht optisch mehr aus. Von der Fläche her. Beim Korn ist das ja eher so, dass Weizen recht ergiebig ist. Aber man macht ja Weizen eigentlich. Versucht eigentlich die Pflanzen in der Höhe zu drosseln. Damit die halt nicht. Wieder umkippen, ne? Das wäre bei Terra Life, wäre das so. Das ist ein Wachstumswoche-Prinzip, dass das auch umkippen kann. Durch Wind oder Hagel oder dergleichen. Aber mal schauen. Was es da gibt. Ah, ich bin da jetzt schon ein bisschen. Ja, pessimistisch. Das haben wir jetzt. Also wenn da nichts bei war, ich weiß halt nicht, waren 500 Megabyte, das ist schon recht viel normalerweise. Ob das überhaupt technisch geht. Ein Dings da hier Editor zu machen. Was ich auch nicht weiß, ob man den mal aktualisieren muss. Oder ob man den so lassen kann. Es könnte auch sein, dass da extra ein, sogar ein
Aber man muss trotzdem auch hier aktualisiert werden, ne? Das macht ja keinen Sinn. Also wenn ich jetzt praktisch den Editor für eine kleine, für die Masse nicht, aber für die Modden das aktualisiere, dann muss es aber auch. Trotzdem für alle gelten. Sonst hat sie ja wieder den Mörder. Ich müsste überlegen, ob das oder geht, dass man das anfordern, kriegst du so ein Key und dann kannst du runterladen. Das ist eigentlich umsonst. Der Tito. Der kostet ja nichts extra. Zwei Gras haben wir da. Ja, die kommen wir noch weg. Bevor wir das hier unnötigerweise im Hof hinstellen, ne? Das ist ja auch eine Frage des ja, Leistung. Wahnsinn, und ich müde bin. Ah ja, eine Folge, die eine Folge auch, dann ist auch los. Wenn jetzt Freitag wäre, würde ich sagen, okay, links auf Ohr, schläfst eine Runde, zwei Stunden, eine. Und dann bist du halt wieder wach, dann bist du wieder. Fit. So. 42,9. Ja, ist ein 100er Wert, ne, mit 43. Ich frage mal, ob der Tacho so genau ist, ne, dass es überhaupt dazu anzeigen kann. Ich habe ja ein Video geschaut, da verkauft jemand seine Maisflotte, kann man sagen, mit Verdichter und Traktoren und Ladewagen. Das sieht so aus, als wenn das eine Auflösung ist. Ich würde ja eine Steuern zahlen für die Traktoren. Das ist nicht mehr rentabel, denke ich mal, für viele. Gerade in den Grenzregionen. Dass die Konkurrenz ist zu stark. Wir können ja die Arbeit überall anbieten, ne? In ganz Europa. Aber eine Grenzregion, da ist sicherlich der eine von Holland. Wenn die keine Steuern zahlen müssen oder vielleicht nochmal Diesel fahren. Na gut, die Frage ist dabei, also mit Heizung nicht jetzt, ob das in Deutschland dann her noch ja, strafbar wäre. Eigentlich ja. Wenn mein Auto Diesel Heizung fahren würde, wäre es strafbar. Steuererziehung. Logisch. Beim Traktor eigentlich auch. Zumindest für die Nutzfahrzeuge in Deutschland. Alles schon dir. Naja, wenn er so ein Fan ist, ne? Kann auch sein, dass er beim Händler Rabatt bekommen hat. Ja. Ich wollte zum Händler fahren, ne? Oder haben wir noch was drin in im Velo? Das kann auch sein. Da können wir auch gleich hier fahren. Kaufen wollte ich nichts. Das wäre zu teuer. Ein Silo jedenfalls. Okay, Schluck auf. So, mal gucken. Ja, geht. Radio. Ersten mehr Kalk drinne, beim zweiten Mineralfutter eigentlich. Dann kommt Dünger, dann kommt Saatgut. Man kann ja auch die Big Bags kaufen und die absteigen, das geht auch. Aber ein bisschen was brauchen kann man hier direkt kaufen. Würde eh so gemacht werden, ne? Also im Prinzip her ist das so, wenn der Bauer was braucht, dann er kauft eh nur Big Bags. What? Wird nun gewartet. Ha, ja. Zu eng für die Burschen. Jedenfalls Kollision. Mal gucken, ob wir das hier aktivieren können.
Kurbengeschwindigkeit, Feldausfahrt, Planung begrenzt. Parken im Feld. Man rechnet ja aus, wenn praktisch drin steht, Kollision. Ja, jetzt geht's. Das geht darum, wenn das so dicht zusammen ist, eigentlich ganz gut, wenn Kollision vorhanden ist, dann. Oh, den Strecken ist das ungünstig, ne? Wollte ich jetzt machen, wegparken den anderen, ne? Ja. Wegstellen. Ah, ich kann auch schon rausfahren, sonst Feld 3, das geht ja auch, das ist ja auch, muss ja eh gemacht werden. War mal Glas. Ich hätte gerne so einen Simulator direkt im Stuhl, aber das wird nicht so gut funktionieren, denke ich mal. Mit VR-Brille probiert gehabt, hat aber leider bei der Menüsteuerung setzt aus. Da geht's nicht. Sonst geht's ganz gut. Also es ist optisch, man muss über Umwege machen. Da gibt es dann spezielle Software, die das dann entsprechend dann, realisiert. Aber es ist leider so, dass es ja, es ist halt so, dass es bei Menüsteuerung schwierig wird, ne? Und absetzen ist zum einen eh blöd, man ständig machen müsste, und zum anderen, was noch viel blöder ist, Aufnahme wäre dann auch ungünstig, ne? Also ich werde nichts erkennen, aber das wird auch so nicht kommen, denke ich mal nicht, weil das wird also Unterstützung her von Giants, das wird es nicht geben, weil bisschen kombinieren, ne? Das wäre so, wie wenn Topf oder Top Helm aufsetzen würdest. Theoretisch, so ähnlich jedenfalls. Und dann praktisch die Hände das Lenkrad simuliert, ne? Ohne Controller gibt es nicht, also dass man stehen Takt fahren kann, das ist ein bisschen. Ja. Wer so ich 4-5 Stunden spielt, dann stehen. Ich weiß nicht, da wird nichts funktionieren. Beim Sitzen kannst du auch eine Powerwelle verwenden. Aber wie gesagt, das Ganze ist ein bisschen schwer. Menüsteuerung habe ich da mir aufgegeben, da ist so schwierig, weil du keine Maus nehmen kannst, ne? Jedenfalls nicht, weil du sehen kannst. Also. Aber ganz schlimm ist die Tastatur, meinetwegen für Abkippen, Aufladen und weiß ich, verschiedene Funktionen und ganz schon ein bisschen, wenn man Tastenkombination machen will. Das zu treffen, ohne zu gucken, ist, finde ich, unmöglich. Außer du bist Profi, also was kann. Aber ich kann sowas nicht. Ist ja halt so. Aber das macht nichts. Man kann nicht alles haben, ne? Oder würde ich mal eines Tages aktivieren. Müsste hier immer installiert werden. Das wird interessant. Für die Zukunft. Zum Urlaub oder wenn die Feiertage sind. Das ist ja viele Feiertage im Mai. Arbeitskollege ist krank, deshalb ist nicht so Frühschicht. Eigentlich ganz gut. Aber das einzige Nachteil ist, der Donnerstag bis früh Montag. Ja, abends dann ein bisschen länger spielen ist halt noch nicht drin, ne? Nur die halt die Zeit von Dienstag auf Mittwoch. Da ging ja was. Aber wenn du zu wenig geschlafen hast vorher, das ist auch kräftig und schwierig. Ist halt so, ne? Ja, nächste Woche oder da werden wir bald die Nacht erreichen.
Eigentlich würde ich ganz gerne sehen, vor das Feld noch die Aussaat fertig wäre, ne? Mit Walzen. Dann müssen wir reduzieren die Geschwindigkeit, damit da nicht nötigerweise im Dunkeln spielen muss, ne? Ist ja, wer ist beendet? Die erste ist fertig. Denn die Aussaat muss hier noch erfolgen und nach Möglichkeit noch auch gewalzt werden. So. Jetzt Pause machen müsste, mit dem Auto würde ich mir Parkplatz kurz ein paar Minuten abnicken. Sekundenstrafe jetzt ganz gefährlich. Ist eigentlich eine Katastrophe, aber ja, 3:30 bin ich aufgestanden. Ja, nur ein Kaffee wäre jetzt gleich einfacher gewesen, zusammen mit dem ganzen Essen. Und die Apple vor allen Dingen. Das andere ist noch gar nicht gegessen. So. Hier ist das schon mal angekommen. Hier ist das eigentlich ja perfekt bis jetzt, ne? Ja, und ertragmäßig 128%. Wenn das stimmt. Muss gewalzt werden. Und er ist hier fertig, ne? Ja, parkt schon. Hat er wirklich alles geschafft? Nehmen wir an, ja. Ja, werde ich mal schauen, wenn ich so ne, noch die den Rest gemacht wird. Ich muss hier walzen. Können wir rein machen. Kleine Walze oder die große? Ich glaube die kleine. Die große macht hier keinen Sinn, da sind die Pelle zu klein für. Dann ist halt so. So, was sagt er jetzt an Prozenten? Prozent? 130. Also die 5% praktisch. Aber ja, viel Gras. So schon, das soll schon vorher gewesen sein. Übrigens, schönen Samstag, ne? Nachträglich. Ja. Eine Folge kommt ja heute noch. So bisher geplant und ja, schönes Restwochenende. Ja, schönen Dank fürs fleißig reinschauen. Ciao, ciao und bis nächstes Mal. Tschüss.